Uninteressanter, ich will Scream sehen. So, wir sind also in der ersten Quip. Nip führt 3 zu 0. Und Scream macht direkt den ersten Frick. Oh. Da ist er nicht mehr weggekommen, ich konnte gerade nicht switchen. Jetzt geht's. So, ich passe noch fix die Map an. Die Map sah nach einem guten Comeback aus. Die sind 16-9 jetzt ausgegangen. Also schön, die Slowaken da zurückgekommen sind, aber hat dann am Ende doch nicht gereicht. So, Baiki gewinnt hier gerade den Retake. Beziehungsweise ist ja nicht mal ein Retake, Bomb ist ja nicht gelegt, aber halt die Halle wunderschön frei. Zweite Equip. Oh, die Bot-Seite ist down. GG. Aber konzentriere ich mich mal mehr aufs Spiel jetzt hier. Nip kann nochmal kaufen. Oh, Moment. Nip ist ja T. Boah, nette Banks gegen Schein. Auf 56 OP runtergeschossen. Baut über außen auf. Forest schon fast unter Cat. Oh, ich sitze schon unter Cat. Wer deckt dort? Oh nein, der deckt gerade niemand. Ah, der guckt, wie weit Forest schon vorne ist. So, und jetzt splitten sie auch richtigerweise Rampe. Dort steht Malike. Scream ist unten. Oh, jetzt dürfte Malike gleich in Forest reinlaufen. Hat immer noch kein Fokus. Also, sie müssen doch wissen, dass die Außen gerade nicht decken. Oh, wie schlecht. Und Forest spielt's perfekt. Er wartet so lange, dass er vielleicht noch den zweiten kriegt. Was er leider nicht tut. So, jetzt unten. Sway. Schein macht einen Vorraum. Sehr schön. Außen kommt noch ein Main, ein Abfucker. Scream macht da leider keinen. Hat seine Form heute ein bisschen hinterher in dem Match. Boah, jetzt MPK. Nein! Da hat er den Step noch ausgemacht, anstatt im Schacht stehen zu bleiben. Aber trotzdem, 1 gegen 1, er hat viel Equipment. Oh, da muss er die Tür. Ganz komisch gespielt von ihm. Da muss er mehr Druck ausüben und die Tür zumachen. Oder warte. Ach, shit. Ich hoffe mal, die war offen und zumachbar. Oder schließbar, so rum. Deutsches Wort. Schade. Die ersten zwei Equip-Rounds sahen ja schon mal gut aus für die Franzosen. Stats-mäßig. Scream natürlich wieder oben dabei, aber die Szenen, die ich bis jetzt gesehen habe, haben mich noch nicht so überzeugt. Schade, da kriegt er nichts zu tun mehr außen. Der Spieler hat sich da zurückgezogen. Wenn sie runtergehen, vielleicht noch die Chance für Baiki. Ekelpose jetzt. Oh, nein! Schade, dass er den zuerst zieht. Schade, wenn er weiter rumzieht, hat er vielleicht zwei sogar. Aber Forest halt direkt aus. So, 5-2. Auf geht's bitte, Baiki.
Möchte keine Überfahrung sehen. Malika mit Ave. Wer ist Nico eigentlich? Because Scream Shine. Warum steht da Nico drin? Sway ist Nico oder was? Okay. So ein Nip mit dem Aufbau über Felsen. Rampe. Auch ein bisschen ungewöhnlich. So, Scream über unten. Hat da schon einen gesehen. Kein weiteres Risiko ein. Oh, 50 HP nur noch. Hat aber ganz gut abgelenkt für Sway. Nein! Wieder war eine Unterkette durch. Also, Nip gerade extrem aggressiv da außen. Und könnte jetzt sogar Kett. Also, Nip hat gerade alle Freiheiten der Welt. Da wurde auch nochmal Halle geflasht. MPK kann vielleicht noch was drehen. MPK macht die Bombe. Oh, kommt sogar noch weg. Sehr schön gespielt bisher. So, jetzt einfach ganz ruhig. Die Bombe ist, glaube ich, sogar... Ne, die ist vor in der Box, glaube ich, down. Aber warum Scream da jetzt reinfährt? Maliki schiebt jetzt erst. Die Bombe ist... Ah, die hat schon Forest. Aber beide low. Maliki sollte die Waffe wechseln. HE noch picken. Hallo, da lag eine HE. Boah, das ist ganz schwere Retake. Boah. Ey, was sie noch drücken mit ihren Low HP. So, jetzt spielen sie einfach das ganz safe runter. Forest dort und Exist mit Schräglage. Forest lenkt auch ab. Ach, keine Chance. Die hat auch nicht mal mehr Schuss. Oh Mann. Warum gast der CT da so in die Pommes rein? Wenn doch die Bombe da ist. Weil er wollte sie wahrscheinlich verteidigen oder so. Ach, keine Ahnung. So, wir sehen hier eine Pause in dem Spiel. Dieser Blutspritze hier. Tja, da wird wohl wieder einer abgekackt sein. East Planet ist auf Twitch. Netter Miniflame. Nekti. Nee, was? Ach, nackte Oma, Alter. So, mal schauen, ob GetRight wieder die Maps gepostet hat. Wäre mal interessant zu wissen, was hier die zweite wäre. Oh, es geht weiter. Exist immer noch mit Schräglage. Das ist so lustig, was es hier noch für Bugs gibt. Nichts. Lassen wir uns halt überraschen. Franzosen mit Eco. Aber die Eco sah eben ja schon nicht so schlecht aus. Ach, schade. Aber sehr gut gespielt von GetRight. Gut rumgegangen. So, zu zweit unten. Dann haben wir wieder den Halle-Split über Cat und Vorraum wahrscheinlich. Oder? Geht man wirklich runter? Nein, es ist nochmal Pause, oder? Was ist denn hier los? Ah, vielleicht war das erste die Pause, wenn er gedroppt ist. Jetzt gibt es wieder so eine Pause, dass er reconnected vielleicht oder so. Oh, ich hoffe nicht. Vor allem wer? Wer droppt hier? Ich meine, mittlerweile mit dem Feature
dass das Geld wieder hergestellt werden kann, ist es ja nicht mehr so schlimm. Trotzdem bringt es einen natürlich aus dem Spiel raus. Oh, das ist der Held vor sogar da. Will mich verarschen? Ist wieder da. Gut, halt verdauen. Warum nicht? Kann man ja mal machen im Halbfinale. 7-2 der Spielstand. Ey, was ist denn jetzt hier los? Kann ja nicht angehen. Ja, der funktioniert tadellos. In dem Spiel, was weniger interessant ist. Mann, das kann ja nicht sein. Passiert gerade nichts. Ah. Also Diddle hatten hier einen Punkt, wenn der Game Server crasht, ist auch der TV down. Macht natürlich Sinn. Allerdings verstehe ich dann die Pausen nicht, die es vorhin gab. Vielleicht hat er geleckt, deswegen haben die kurz Pause gemacht und dann ist er endgültig abgeschissen. Find's gut, wie Lenzians immer noch dabei bleibt, Spikey gewinnt. Hätten sie die paar Equips da noch geholt, wäre ich ja fast noch mitgegangen, aber so. Sieht's halt leider gerade nicht gut aus. Ich meine, 7T-Runden haben sie schon. Der Bot läuft noch. Irgendwie kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es ein Server-Crash war. Also ich. Immer noch keine Connection. Ach, naja, ich mache mal die Musik rein, ich will hier nicht langweilen.
not warm when she's away. She's away. It's not warm when she's away. Na gut, dann also erstmal wieder Mighty GB gegen Barry Games. Und pünktlich zur Pistol sogar. Die gar nicht mal so gut für die Slowaken aussieht. Auch Nuke. Erste Map ging an Barry Games. T-Train war das. Schöne Fraxer. Aber auch down. Sollte vielleicht nicht so viel Risiko eingehen. Aber letzte Spieler ist bekannt. MDK. Er hat noch 30 Sekunden und er hat keine Chance, irgendwie in Schacht anzukommen. Also, ein Pistol geht an die Kroaten-Tschechen. So, Nip führt 8-3. Immer noch keine Held TV. Also, haltet mich mal bitte auf dem Laufenden. Nip läuft wieder. Oh, das ist doch. Es ist doch aber ein Sinn. Ach so, dort läuft es wieder, aber hier nicht. Warum komme ich denn da nicht rauf? Mal auf zu trollen. Jetzt verschreibe ich mich auch noch. Ist die Eins jetzt auch dauern, oder wenn ich nur bekloppt? Sag mal. Massive Routing-Probleme oder was? Ach, Minus war das ja auch. Jo.
Auf die 1 komme ich jetzt, aber die 2 halt nicht. Ja, ich glaub's sicher, dass es dort läuft. Nip führt halt auch 10-3. Hat die tatsächlich die zweite Runde geholt. Was ein bitterer Start. Warum kommt der Typ rauf und ich nicht? Ich will jetzt da ungern die ganze Zeit hin und her wechseln. So, letzter Versuch. Wahnsinn. So, wenn das jetzt noch einmal crasht, dann mache ich einfach Very Games. So, 10-3 der Spielstand also. Hätte mir ein bisschen mehr Gegenwehr erwartet von den Franzosen. Ich hoffe, die kommt noch. Spray. Sway noch mit der Habe. Ist die Bombe da? Nee. Da ist noch ein Kit. So, unten auch relativ safe. Aber unter Cat ist. Ah, okay. Er hat ja noch außen. So, wo geht denn der Pin? Mach ich ein Hallo Go? Schön die von der Fläche weggedreht. Oh, Schein hat gestappt. Sehr schön. Kann die Bombe down schießen. Main ist drin. Schein muss Box aufpassen. Schön übernommen von Scream. Der wartet einfach da. Boah. Ey, was hier schon wieder drücken. Aber da war auch gutes Chaos da gerade am Spot. Oh. Hat er fast beide gehabt. Oh, wie gut das Getright spielt. Sway 1 gegen 1. Getright noch mit 100. Boah, und er schleicht ihm tatsächlich rein. Gut lange gewartet. Also vielleicht noch ein kleiner Hoffnungsschimmer hier bei Nip. Natürlich bei den bei Baiki. Nur mal kurz den Ping checken. Ach so, angeblich habe ich 20 MS. Scheint ja auch alles gut zu stimmen, not. Ja, mit ich meine 5 CT-Runden ist da sicherlich noch was drin. Das sieht auch nach der 5. aus. Wieder noch Getright am Leben. Diesmal allerdings gegen 4. Kann den ersten machen. Oh, Prosi auch bekannt. Verwirft auch die Reihe. Wollte kurz den Smoke-Trick machen aus 1-6, aber das geht hier nicht. Jetzt wird hier rumgelollt und geroffelt.
Nur NBK führt hier sein Team an. Gefolgt von Scream und Sway. Danach kann ich mal kurz die Heatmaps zeigen und die ganzen Statistiken von den anderen Spielen. Wahrscheinlich auch nochmal interessant, da das kurz durchzugehen. VG-Match ist auf dem Papier nicht unbedingt spannender, würde ich meinen. Ich glaube, in so einem Halbfinale sind die Franzosen denen noch ein bisschen zu hoch. Also da sind die Slowaken denen noch nicht gewachsen. So, mein Gas hier außen durch. Kassiert aber eine gute E. Macht aber die ersten Frags im Schacht. Irgendwie leckt das alles, oder? Kommt gerade gar nicht klar hier. Oh, der muss kippen. Schönes Tänzchen von Xist. Boah, Anfiflan kann tatsächlich die Bombe holen. Ah, kommt weg mit 31. Mit mehr HP würde ich ihm sogar noch zutrauen. Okay, jetzt allerdings nicht mehr 20 HP. Jetzt kriegt auch die Headshots. Natürlich Headshot von Scream. Das ist sauber. Bleiben somit im Spiel. Sollten jetzt aber auf jeden Fall, auf gar keinen Fall die Eco abgeben. Die Anti-Eco von Nippe, die Eco. Seht ihr die kleinen Mini-Ruckler? Das sind, glaube ich, keine FPS-Ruckler. Ganz komisch hier heute. Bei einem Spiel läuft's gut, dann bei einem wieder nicht und seltsam. PK mit den Bison ist, glaube ich. So, auf jeden Fall ein sehr außenorientierter Go. Malike. Boah, wie defensiv er da auf dem T-Dach steht. So, was machen sie jetzt? Alle Go übermelden. Schön durchgesprungen und Scream. So, Halle somit frei. So, Abgang gesehen von NBK. NPK. Die Runde wird noch eng. Schöner Laufweg von Sway. Pfifflan hat den dann nicht gehört und nur noch Forrest über den Cat. Ach, sie haben sogar die Weste gekauft. Fällt mir jetzt gerade das auf. Dafür die Runde dann. Doch souverän von Balki. Lenziens. Das wäre natürlich krass, wenn es eintreten, wenn es wirklich eintritt. So, jetzt noch ein Full Eco von Nip, selbstverständlich. So, danach bin ich gespannt, was die Franzosen auspacken. Sie spielen da nochmal ihren Go. Diesmal wohl ein bisschen schneller. Ekelhaftes Brett. So, Sway kann ich aber machen. Abgang runter. Nipp. Boah, komplett an der Rampe. Also spekulieren da. Malik wird da jetzt kommen. Auf vier Leute treffen. Boah, ich denke, sage Trick direkt Gesicht. Jetzt. Siehst du? Ah, immerhin logisch. Also eigentlich mitgenommen. Aber man wird Standard geplantet. Wer deckt da oben ab? Schein. Ah, da sah er nicht gut aus. Und ich finde die Waffen auch langsam, aber sicher
schlecht. Ich weiß nicht. Spiele ich lieber noch mal eine Galil. Also ich spiele oft Galil, zweite Runde einfach. Galil, große Weste, fertig. HE, Flash. Irgend sowas. Gut, Scream. Kann man ja mal machen, wenn man keine Ahnung hat, wo der Gegner ist. Einfach mal irgendwo rumhoppeln durch die Kante. Dennoch, 8-3. 8-3, schön wär's. 8-10, 3 Runden ab, 2 Runden Abstand. Erste Equip, wenn man die holt, ist man eigentlich schon dran. Somit mit den 5 CT-Runden eigentlich alles offen gehalten. So, schneller Halle, go. Freeback sieht ja relativ wenig, kann auch keinen machen. Xist am Spot sieht auch nicht so souverän aus. Dafür seine Mates jetzt. Boah, die Smokes ultra ekelhaft. Zwei Stück auch gegen Getright. Das ist der Junge, das ist. Es ist irgendwie krass, was der alles macht. Ich weiß nicht, ob ich schon mal die Held for Ox Stats geguckt habe. Aber rein objektiv, rein von Stats, ist Getright einfach gerade beste Go-Spieler der Welt. Er hat mit Abstand das beste Rating, glaube ich. Hat sehr viele Maps gespielt. Und hat einfach krasse Stats. Und das stellt ja auch gerade wieder unter Beweis. Ein super Turnier von ihm. Krass, wie auch Punkt, wie killmäßig, wie er auch abfällt gerade. Also vorne liegt er. Oh, Schein hat er wahrscheinlich eine HE gefangen. So, mal schauen, was sie mit der Information machen. Dass außen einer extrem aggro war. Getred hat sich jetzt aber zurückgezogen. Wäre eigentlich eine gute Entscheidung, nochmal über Felsen aufzubauen. Wer deckt eigentlich Rampe? Forest natürlich. Sehr gut, bisschen Battles. Einigermaßen gleich viel Schaden gefangen, würde ich meinen. Von daher noch alles offen. Außen ist keiner, das kann Fiflan ausschießen. Ah, mit schlechtem Timing. Boah, und jetzt kommt einer außen. Und der gibt Gas, der gibt Gas. Und der kommt ungesehen runter. So, wo sind die Mates? Die gehen jetzt wahrscheinlich noch Rampe. Ach, Fiflan hat trotzdem nochmal aufgepasst. Boah, Forest drückt da durch. Die Gesichter der Bikey-Spieler. Von hinten kommt auch schon einer. Der wird gleich kommen. Ah, da kann Malik nichts machen. Er hat noch nicht mal die Bombe 10 Sekunden. Unmöglich. Krasse Runde von Forest. Easy verteidigt, aber auch von Nip. Da wusste, also Bikey hatte nicht so wirklich den Durchblick, den Plan, was sie machen in der Runde. So kam es mir zumindest vor. War die ganze Zeit recht planlos im Vorraum. Dann gast einer da außen, wie ein begast, wie ein Bekloppter runter. So, Eco demzufolge. Mal schauen, ob Scream den Sprung schafft. Jo, das sieht gut aus. Aber krasses Pre-Aim. Geht er wieder defensiv. Überlässt Forrest da jetzt außen. Aber wieder ist einer unten. Der kann jetzt über Schacht gefährlich werden. Freeberg könnte da vielleicht geholt werden. Von Schein. Ach, Chip Malika. Und Schein macht da Ewigkeiten nichts. Ey. Irgendwie bezeichnend für Nip. Man kriegt die nicht mal kaputt, wenn man neben ihnen steht. Sie drehen sich einfach um, Spinhack-mäßig, und geben dir Gesicht. 13-8.
Tja, da kann aus einem 8 zu 10, wo man den Ausgleich fast zum Greifen nahe hat, so kann eine Situation einem davon gleiten. Aber wieder Equipment da. Nip baut nicht mehr Cat auf. Wieder eine außen extrem offensiv. Da gibt's ein Flash. Oh, komm, den müsst ihr töten. Nein. Schönes Support von Freeback. Oh, aber bitter. Sowas hasse ich bei Nip, dass sie irgendwie immer dieses Quäntchen Glück noch dazu haben. Wenn ihnen das mal abhanden kommt, dann Prost Mahlzeit. So, schön geaimt von MPK. Gewinnt er das Duell gegen Freeberg, der das eigentlich unnötigerweise eingeht. Muss man mal sagen. Gibt eigentlich keinen Grund dazu. MPK war da wieder ein bisschen unvorsichtig. Scream und Malike beide über Main. Oh, schade. Nice Headshot. So, Malike sollte mal da mitkommen. Boah, was? Alter. Ich habe ihn nicht mal rechtzeitig gesehen. Oh, Mann. Schön, komm schon, Malik. Die Runde musst du holen für Screams Headshots. Mann, fick dich jetzt, right? Aber warum liegt er auch? Er hat halt keine Ahnung, ne, wo er ist. Mann, ich hasse das Bombenplanten. Das ist so krass als T. Da die richtige Entscheidung zu treffen, wo man legt, da haben wir so ein gutes Gefühl, wo der Gegner gerade ist. Und die Zeit hat, glaube ich, nicht mehr so lang gereicht zum Faken. Also, nur das richtige Safe-Plant-Pose gibt es natürlich nicht. Komm schon, Scream, bang ihn. Boah! Gut, sieht das immer spielen aus. Und da kommt eine Flash, dann zieht Gedrillt rum. Jetzt hier wieder defensiv. Jetzt blocken sie gerade zu dritt außen. Oder sehe ich das richtig? Wir flanen unten. Gedrillt TC rot. So, wir flanen kann er jetzt ausschließen. Da ist auch nichts mehr außen. Und jetzt geht's Rampe gegen Forrest, der da allein steht. Krasse Timing, hey, aber krieg Gesicht von Scream, von wem auch sonst. So, jetzt mal die 4 gegen 4 Situation. Können runter. Boah, vielleicht jetzt mal als Fake über Cat. Boah, die Mates. Es sieht nicht wirklich kontrolliert aus hier, was sie machen. So, scheint vielleicht nach oben. Sehr schön. Und außen. Gab's noch nicht die Ansage. Jetzt einfach legen. NPK lange. Muss lange überleben, Mann. Wahrscheinlich, wenn niemand über Cat kommt. Und danach sieht so gerade aus, kann er es eigentlich machen? Er muss das Risiko jetzt eingehen. Oh, der Mate ist schon raus. Extrem geil gespielt von dem Schachtspieler. Alter, spielen die das gut, ey. Boah, der lenkt die ganze Zeit ab, der Mate rennt raus. Boah, was willst du dagegen machen, ey? Wie gut sie das einfach spielen, Wahnsinn. Auch die Ideen dann in der Situation zu haben. Einfach nur krass. Hätte es ihm gegönnt, das 1 gegen 3. Freeback verliert schon wieder Duell. Das sieht ja nicht gut aus. Verstehe aber auch immer nicht, warum er da kämpft dagegen die Tür. Der ist eigentlich im Vorteil, aber trotzdem. Eigentlich unnötig. Gedrillt kämpft schon wieder aus im Duell. So, jetzt Xyz Pommes rein. Gutes Timing. Wenn jetzt Rampe rumziehen würde, ja.
Alter, es ist so krass, das Teamplay von Nip. Oh, verdienen hier auf jeden Fall. Also haben die ersten Maps sich auf jeden Fall verdient. Zwei will hier, dass es schnell weitergeht. Er will wohl nach Hause. Oder er will ins Finale, wer weiß.